Herzlich willkommen zur 13. Mod-Vorstellung. Heute mit dem Quantum 3800, der mit Gras, Silage und Stroh befüllt werden kann. Die Füllkapazität liegt bei 17.200 bis 31.800. 45 Euro pro Tag sind die Unterhaltskosten und ja, der Quantum ist in der K-Version mit klappbarem Dürrfutteraufbau für niedere Einfahrten und tägliches Grünfutter holen geeignet. Die Mod kostet 21.200 Euro im Shop und ja, die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ich wünsche euch viel Spaß. So sieht die Mod hier aus, der Quantum 3800K. Und ja, jetzt schauen wir uns den mal ein bisschen genauer an, die Details, und fangen wir hier gleich mal vorne an. Also, man sieht, die Zapfwelle ist eigentlich am richtigen Ort. Hier ist auch eine kleine Kette herum, wenn man das sieht im Video. Dann die Kabel sind auch alle schön durcheinander, aber hier am Traktor führen sie ein bisschen ins Nirgendwo, ist aber jetzt auch nicht allzu schlimm. Dann so, ansonsten ist eigentlich alles gut gemacht. Hier unten sind ein paar Federn. Ich weiß nicht, wofür das ist. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst, aber das werden wir jetzt bestimmt jetzt noch, wenn man jetzt das Gras jetzt gleich einfahren, werden wir das bestimmt noch sehen. Dann, ansonsten ist hinten eigentlich alles recht gut gemacht hier. Nummernschild ist vorhanden, auch die Lichter sind alle funktionstüchtig und auf der anderen Seite ist eigentlich auch alles gleich. So, jetzt schauen wir uns die Mod mal genauer an, wenn wir jetzt das Gras einfahren. Also, bis gleich. So, wir schauen jetzt mal, was die Mod alles kann. Fangen wir hier gleich mal oben an, und zwar mit der Taste B kann man den Ladewagen anschalten. Das müsste ja eigentlich klar sein. So sieht es dann aus. Und ja, hier oben kann man dann noch entdecken, hier, wenn man sieht im Video, hier dreht sich dann auch noch was. Das ist eigentlich gut animiert, auch wenn man es jetzt nicht so ganz offen sieht, aber ist auch egal. Dann mit der Taste O kann man hier oben das ausklappen. Sieht eigentlich alles ganz cool aus, gut animiert. Hier mit der Plane, hier die weiße, sieht auch gut aus. Und wer sich fragt, warum da jetzt schon Gras drin ist, weil ich habe das schon mal getestet, wie das dann aussieht. Und ja, wir werden es gleich auch nochmal testen. Eine Einstellung kann man noch vornehmen, und zwar man kann mit der Maustaste den Ladewagen höher oder weiter runter tun. Ich weiß jetzt nicht genau, für was das gut sein soll, aber für irgendwas wird schon gut sein. Dann machen wir jetzt mal den Test und schauen mal, wie das dann aussieht. Also mit der Stufe 2 kann man fahren. Und ja, hier unten kann man schon mal die Animation sehen. Die sieht eigentlich recht cool aus. Ist wirklich gut animiert. Auch im Ladewagen hinten sieht man eine kleine Animation, oder? Ne, sieht man jetzt leider nicht mehr. Aber da gibt es auch eine Animation, wenn man die ersten paar Liter reinkommen. Dann, ansonsten ist die Mod eigentlich schon cool gemacht. Ich werde jetzt gleich im Anschluss noch zeigen, wie das dann aussieht, wenn man es ausladet. Und ja, bis dahin, macht's gut, und wir sehen uns gleich wieder. So, wir sind hier jetzt am ja, auf der Kuhweide, und jetzt schauen wir mal, wie das dann aussieht, wenn man das ausladet. Ich hatte ein paar kleine Schwierigkeiten beim herfahren, weil der Anhänger ist ziemlich schwer, und dann ja, hier sieht man schon, also es sind schon ein paar kleine Fehler hier in der Mod vorhanden. Ja, zum Beispiel, also das ist auf jeden Fall blöd gemacht. Das nervt auch manchmal, wenn man dann einfach fahren will und das funktioniert nicht. Aber so sieht es auf jeden Fall aus, wenn man das ausladet. Ich weiß jetzt nicht, ob alles reinpasst, aber so sieht es auf jeden Fall aus. Und man sieht hier unten auch, das ist praktisch so ein Förderband, das immer weiter das auskippt. So, und das war es jetzt eigentlich schon ja, zu dieser Mod-Vorstellung wieder am Samstag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Also mein Fazit zu dieser Mod ist auf jeden Fall, ist cool gemacht, aber auch verbesserungswürdig. Aber so zum ja, kostet nur 21.200, und ja, so ist es eigentlich gut gerechtfertigt, der Preis, wenn man mal kurz für die Kühe eine
Grasfuhr machen will. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ihr könnt die Mod ganz einfach in der Videobeschreibung finden, den Link. Und ja, also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ja, ich würde mich über einen Kommentar oder Abonnenten freuen. Bis das nächste Mal.